Damit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung des hessischen Ministers Inneren für Sicherheit und Heimatschutz. Und ich darf dem Minister Prosek das Wort geben. Die Redezeit, die vereinbart ist, sind 20 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Abgeordnete, in wenigen Wochen feiern wir auch in diesem Hause den 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes. Das Grundgesetz ist ein festes Fundament unserer freiheitlichen Demokratie, die durch die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die freie Meinungsäußerung und viele weitere Gewährleistungen von Freiheit gekennzeichnet ist. Freiheit braucht aber auch Sicherheit. Nur in einer sicheren Umgebung kann Freiheit gelebt werden. Freiheit und Sicherheit bedingen einander. Sie müssen immer wieder in das richtige Verhältnis zueinander gesetzt werden. Dabei sind absolute Freiheit und absolute Sicherheit weder möglich noch erstrebenswert. Die Menschen wollen auch beides. Sie wollen ein sicheres Leben in Freiheit. Gerade in Zeiten großer Herausforderungen und Unsicherheiten nimmt das Bedürfnis nach Sicherheit zu. In Anbetracht kriegerischer und terroristischer Angriffe und eines Erstarkens radikaler und extremer Kräfte, die Ängste schüren und unsere demokratischen Werte bedrohen, ist innere Sicherheit mehr denn je Garant für unser freiheitliches und demokratisches Miteinander. Sicherheit ist ein Handlungsauftrag für die Politik. Die Erwartungshaltung der Menschen ist, dass sich Politik um ihre Sicherheit kümmert. Wir werden alles dafür tun, dass die Menschen in Hessen sicher leben und sich bei uns auch sicher fühlen können. Innere Sicherheit hat für die schwarz-rote Landesregierung Priorität. Es wäre eine große Bereicherung, wenn möglichst viele auch in diesem Hause unsere Politik der inneren Sicherheit unterstützen würden. Sicherheit kann nicht von oben verordnet werden. Sie kann in einem freiheitlichen Land auch nicht allein durch Sicherheitsbehörden gewährleistet werden. Sicherheit lässt sich nur gemeinsam erreichen. Sie braucht uns alle. Die Politik der inneren Sicherheit sollte daher eine Politik der Gemeinsamkeiten und nicht der Gegensätze sein. Deshalb steht meine heutige Regierungserklärung auch unter der Überschrift Gemeinsam für die Sicherheit in Hessen. Hessen ist ein sicheres Bundesland. Dies belegen die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2023, die ich am vergangenen Freitag vorgestellt habe. Der Anstieg der Straftaten um 7,8% auf rund 397.500 ist unerfreulich. Es bleibt aber dabei, dass die aktuelle Kriminalitätsbelastung in einer mittelfristigen Betrachtung deutlich unter dem Durchschnitt und auch in absoluten Zahlen erheblich unter der Belastung in früheren Jahren liegt, und das, obwohl die Einwohnerzahl inzwischen größer geworden ist. Die Zeit der Corona-Pandemie mit dem reduzierten öffentlichen Leben ist im Übrigen bei der Betrachtung der Kriminalitätszahlen kein geeigneter Vergleichsmaßstab. Auch im Ländervergleich wird Hessen weiter einen guten, das heißt einen sicheren Platz einnehmen. Mit einer im Bundesvergleich unterdurchschnittlichen Zahl an Straftaten und mit einer im Ländervergleich überdurchschnittlichen Aufklärungsquote. Der Anstieg der Kriminalität stellt sich als bundesweiter Trend dar, wobei das Zusammenspiel multipler Krisen eine wesentliche Ursache ist. Dennoch wäre es völlig falsch,
jetzt die Hände in den Schoß zu legen. Fast 400.000 Straftaten und ein Anstieg der Kriminalität in bestimmten und vor allen Dingen auch besonders sensiblen Bereichen müssen auch ein Weckruf für die Politik und für unsere Gesellschaft sein. Wir reagieren auf die Entwicklungen in Hessen mit zielgenauen Maßnahmen. Unser Fokus liegt darauf, die richtigen Antworten auf die jeweilige Entwicklung zu geben. Eine starke und gut ausgestattete Polizei ist für uns dabei von überragender Bedeutung. Die Polizei ist das Herzstück unserer Sicherheitsarchitektur, und die weiterhin hohe Aufklärungsquote von mehr als 63% ist Beleg der guten Arbeit unserer Polizei. Unsere Polizistinnen und Polizisten verdienen Rückendeckung, Wertschätzung und Respekt. Ihre Arbeit ist in den letzten Jahren auch aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen anspruchsvoller geworden. Es ist unerträglich, dass im vergangenen Jahr mehr als 5.000 Polizistinnen und Polizisten Opfer von gewalttätigen Übergriffen geworden sind, so viele wie noch nie. Dabei handeln die Angreifer aus unterschiedlichen Motiven. Unter ihnen befinden sich gewaltbereite Kriminelle, Reichsbürger, Extremisten von rechts und links, gewaltbereite Demonstranten sowie sogenannte Fußballanhänger, für die der Fußball ein rechtsfreier Raum sein soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, so darf es nicht weitergehen. Wir müssen diesen Trend umkehren und diejenigen wirkungsvoller schützen, die uns schützen. Das ist eine Frage von Haltung, aber auch von konkreten Maßnahmen. Die Stärkung unserer Polizei steht für die Landesregierung ganz oben. Wir schnüren ein Respektspaket für unsere Beamtinnen und Beamten. Trotz der nicht einfachen Haushaltslage werden wir weitere Stellen für Polizistinnen und Polizisten in Hessen schaffen, und das voraussichtlich schon mit dem Nachtragshaushalt für das Jahr 2024. Wir setzen alles auch daran, Nachwuchskräfte für unsere Polizei in ausreichender Zahl zu finden. Dabei sind die Gesamtumstände im Land, und das weiß, glaube ich, jeder, zurzeit nicht ganz einfach. Alle Institutionen, alle Arbeitgeber suchen Nachwuchskräfte, und das begrenzt sich bei weitem auch nicht auf das Land Hessen. Wir stehen mit der hessischen Polizei an dieser Stelle aber relativ gut da. Wir hatten auf 270 Stellen jetzt im Frühjahr 1.700 Bewerbungen. Das zeigt, dass der Polizeiberuf weiterhin attraktiv ist. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir mit dem immer stärkeren Herbstdurchgang die Zahl der 585 Einstellungen, die wir für das laufende Jahr auch erreichen werden, und dass wir alle Stellen für Nachwuchskräfte besetzen können. Die Zahlen und der Eindruck, der im Moment durch gewerkschaftliche Äußerungen kursiert, ist insoweit nicht richtig. Auch, wie gesagt, wir haben es schon im Ausschuss diskutiert, auch die Ausgangszahlen stimmen insoweit nicht ganz. Wir werden aber an der Attraktivität der Rahmenbedingungen für den Polizeibereich weiter arbeiten. Und dazu gehört selbstverständlich auch die Bezahlung. Wir werden voraussichtlich noch in dieser Woche zu einem Abschluss der laufenden Tarifverhandlungen kommen. Ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem Ergebnis gelangen werden, von dem unsere Bediensteten und damit auch unsere Polizistinnen und Polizisten maßgeblich profitieren werden. Es ist unser Anspruch, dass wir unsere Sicherheitskräfte im Vergleich zu anderen Bundesländern gut, und das heißt für mich auch überdurchschnittlich, bezahlen. In der Koalition haben wir uns auch darauf verständigt, die Polizeizulage deutlich, und zwar auf 160 Euro, anzuheben. Mein Ziel ist es, dass wir auch dieses Vorhaben zügig angehen, damit wir so schnell wie möglich ein weiteres starkes Signal
der Anerkennung an unsere Polizistinnen und Polizisten senden können. Wir wollen unsere Polizei auch wirkungsvoller vor Angriffen schützen. Wir brauchen dabei eine höhere Mindeststrafe für Angreifer. Ich trete für die Anhebung der Mindeststrafe von 3 Monaten auf 6 Monate ein, damit ein Ausweichen in die Geldstrafe bei der Verurteilung nicht mehr möglich ist und der Unwertgehalt in der Verurteilung deutlich zum Ausdruck kommt. Denn jeder Angriff auf einen Beamten ist ein Angriff auf unseren Rechtsstaat. Wir treiben auch die sicherheitsrelevante Ausstattung der Polizei voran. So verdreifachen wir aktuell die Zahl der Distanz-Elektroimpulsgeräte, der sogenannten Taser, damit diese flächendeckend zur Verfügung stehen und Angreifer überall in Hessen auf Distanz halten können. Wir werden aber auch in Drohnen, in Digitalisierung, in Smartphones, in Tablets und in den Fuhrpark der Polizei weiter deutlich investieren. Für mich ist es auch von entscheidender Bedeutung, dass wir unseren Sicherheitsbehörden den rechtlichen Rahmen zur Verfügung stellen, den sie für erfolgreiche Arbeit im Jahr 2024 benötigen. Dabei muss das Recht mit der Zeit gehen, damit Verbrecher und Feinde unserer Demokratie keinen Vorsprung haben. Wir benötigen zum Beispiel eine rechtssichere Grundlage für die umfassende Nutzung von Gesichtserkennungssoftware. Es kann doch nicht richtig sein, dass bei uns inzwischen private, mutmaßliche Terroristen aufspüren, weil sie mehr Möglichkeiten als die Polizei haben. Wir müssen den Einsatz künstlicher Intelligenz für die Sicherheit ausweiten und rechtlich absichern. Daten sind die neue DNA. Dies gilt es umzusetzen, rechtlich und praktisch. Wir werden den Einsatz des Analysewerkzeugs HessenData erweitern. Außerdem setzen wir auf die Speicherung und Nutzung weiterer Daten. Dabei steht für uns die Speicherung von IP-Adressen für 30 Tage ganz oben, denn wir wollen unsere Kinder wirksamer vor Kindesmissbrauch schützen. Wir werden auch allen Bestrebungen entgegentreten, die den Sicherheitsbehörden Steine in den Weg legen. Ich appelliere an die Bundesregierung, die geplante Beschränkung des Einsatzes von verdeckten Ermittlern und Vertrauenspersonen zu stoppen. Es kann doch nicht ernsthaft gewollt sein, dass wir gerade in Zeiten multipler Bedrohungen die Möglichkeiten zur Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität zurückdrehen. Das ablehnende Votum der Praktiker bei Polizei und Justiz gegen das Vorhaben des Bundesjustizministers ist an Eindeutigkeit mal wieder, und ich betone mal wieder, nicht zu überbieten. Und ich hoffe sehr, dass diese Stellungnahmen noch Gehör finden. Auch bei der Ausgestaltung der Befugnisse für unsere Polizei kommt es auf eine Grundeinstellung an, nämlich darauf, ob wir der Polizei Grundvertrauen oder Grundmisstrauen entgegenbringen. Diese Landesregierung steht jedenfalls auf der Seite des Vertrauens. Es ist nicht die Polizei, die unsere Sicherheit bedroht, sondern es ist das Verbrechen. Ich nehme die hessische Polizei nach vielen Gesprächen im neuen Amt, auch vor Ort in den Präsidien, als hochkompetent und äußerst engagiert wahr. Dabei haben mich die Innovationsfreude und die Innovationskraft sehr beeindruckt. Auch die Selbstreflexion steht heute in unserer Polizei ganz oben. Keine Frage, die hessische Polizei hat Fehler gemacht. Diese haben Vertrauen gekostet. Polizei ist genauso wie andere Institutionen fehlbar. Menschen sind fehlbar. Einzelne Beamtinnen und Beamte haben unsere Werteordnung mit Füßen getreten. Das wiegt auch deshalb besonders schwer, weil die Polizei unseren Rechtsstaat tagtäglich durchsetzt und sie deshalb ganz fest mit beiden Beinen auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen muss. Applaus
für die allermeisten Beamtinnen und Beamten gibt es keinen Zweifel, dass genau diese Werte der Antrieb ihres täglichen Tuns sind. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass die hessische Polizei von den Menschen das Vertrauen erhält, das sie verdient und das sie für ihre Arbeit auch braucht. Dazu gehört für mich auch, gegen alle Fehlentwicklungen, insbesondere auch extremistische Erscheinungen, entschlossen und kompromisslos vorzugehen. Ich konnte mich in den letzten Wochen davon überzeugen, dass bereits entscheidende Weichenstellungen vorgenommen wurden, damit sich Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Es ist eine neue, es ist eine andere Führungs- und Fehlerkultur entstanden. Die hessische Polizei ist mehr denn je ein lernendes System. Wir sind dabei nicht am Ziel, sondern wir befinden uns auf einem Weg, den wir weiter gemeinsam gehen werden. Dazu gehört für mich auch, dass wir die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zu dem schrecklichen Anschlag in Hanau in die polizeiliche Arbeit umsetzen. Dieses Haus hat mit seiner akribischen Arbeit in der vergangenen Legislaturperiode wichtige Impulse gesetzt. So werde ich mich beispielsweise dafür einsetzen, dass in Umsetzung der Empfehlungen des Abschlussberichtes ein neuer verpflichtender Ausbildungsbaustein Toleranz, Antirassismus und Kultursensibilität eingeführt wird, damit unsere Nachwuchskräfte noch besser, noch stärker in der Rassismusprävention und in der Demokratieresilienz in ihrer Ausbildung geschult werden. Außerdem will ich die Möglichkeiten nutzen, dass psychisch kranke Menschen nicht in den Besitz von Waffen kommen werden. Deshalb werde ich auch unterstützen, dass man für den Waffenbesitz ein Gesundheitszeugnis benötigt. Lassen Sie mich im zweiten Teil meiner Regierungserklärung noch einmal zu den Ergebnissen der polizeilichen Kriminalstatistik für das vergangene Jahr zurückkommen. Wir mussten im vergangenen Jahr mit 61 Geldautomatensprengungen einen traurigen Höchststand verzeichnen. Diese Fallzahlen müssen sinken. Wir liegen aktuell unter den Vergleichszahlen des Vorjahres. Es ist der Polizei gelungen, mit ihrer Präsenz in Mörfelden-Walldorf eine Geldautomatensprengung zu verhindern. In Kelkheim konnte ein Täter festgenommen werden. Das zeigt jedenfalls, wir sind auf dem richtigen Weg, und unsere Polizei ist den Sprengern auf den Fersen. Wir brauchen aber auch die Abschreckungswirkung des Strafrechts, und deshalb setze ich mich für einen anderen Strafrahmen ein, der nämlich das besondere Unrecht einer Sprengung zum Zwecke des Diebstahls unter Strafe stellt und der sich deshalb auch an dem Strafrahmen des klassischen Bankraubes orientieren sollte. Wir müssen den Tätern dieses organisierten Verbrechens sehr deutlich die Abschreckungswirkung des Strafrechts vor Augen halten. Daneben kommt es aber auch auf die präventiven Anstrengungen an. Es ist gut, dass bereits viele Banken in Sicherheitssysteme, in Schließsysteme, in Verfärbungstechnik, in Vernebelungstechnik investiert haben. Dabei handelt es sich überwiegend um die Banken, die auch Mitglied unserer Allianz Geldautomaten sind, denn die werden auch unmittelbar durch das Landeskriminalamt beraten. Ich konnte am vergangenen Donnerstag einen erfolgreichen Bankengipfel mit 80 Vertreterinnen und Vertretern von hessischen Banken durchführen. Wir haben unser gemeinsames Ziel bekräftigt, den Sprengern durch eine Ausweitung der Schutzmaßnahmen den Boden zu entziehen. Ich setze darauf, dass sich nun noch weitere Banken der Allianz anschließen, und es gibt dafür bereits sehr konkrete Aussichten. Im vergangenen Jahr mussten wir auch einen Anstieg bei der Straßenkriminalität um 3,9%, bei den Raubüberfällen im öffentlichen Bereich um 6,6% und bei den Körperverletzungsdelikten um 1,5% verzeichnen. Hinzu kommt ein Anstieg beim Taschendiebstahl von 13,1%. Viele dieser Straftaten werden in den Innenstädten begangen. Wir handeln auch an dieser Stelle zielgenau und verfolgen eine Innenstadtoffensive gegen Kriminalität als Teil unseres Sofortprogramms. Durch mehr Polizeipräsenz und durch verstärkte Kontrollmaßnahmen in Brennpunkten werden wir die Sicherheit in den Innenstädten erhöhen. Und dabei wollen wir auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen verbessern. Mit der Innenstadtoffensive setzen wir auch Impulse
für den Dialog vor Ort. Kommunen können mit Videoschutzanlagen, mit Waffenverbotszonen, manchmal auch schon mit einer besseren Beleuchtung einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit und auch zur polizeilichen Arbeit leisten. Ich werde alle Standorte der Innenstadtoffensive in den nächsten Wochen persönlich besuchen, um mit der Polizei vor Ort, mit den Kommunen über die Lage, die Wirkung der ergriffenen Maßnahmen und die Weiterentwicklung der Konzepte zu beraten. Wir wollen, dass unsere Innenstädte sichere und prosperierende Aushängeschilder sind und vor allem, dass sich die Menschen dort gerne aufhalten. Das ist auch beim besten Willen keine Politik als Show, sondern das ist handlungsorientierte Politik. Wir haben es uns als schwarz-rote Landesregierung zum Ziel gesetzt, die Probleme der Menschen anzugehen und dabei Lösungen anzubieten. Und das machen wir auch genau an dieser Stelle. Auch die Fälle der häuslichen Gewalt haben im vergangenen Jahr mit 12.000 einen absoluten Höchststand erreicht. In dieser Entwicklung sehen wir ebenfalls einen Handlungsauftrag für unsere Politik. Mehr als 80% der Opfer sind Frauen, die Täter meistens männlich. Wir müssen Frauen besser schützen. Deshalb werden wir ein Frauensicherheitspaket auf den Weg bringen, dessen Kernbestandteil unter anderem die Ermöglichung des Fußfesseleinsatzes im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes ist. Und sehr geehrte Damen und Herren der Grünen, ich weiß ja, dass in der vergangenen Legislaturperiode mit der Änderung des HSUG schon viel erreicht wurde. Jetzt wollen wir aber einen Schritt weitergehen und den Einsatz der Fußfessel inhaltlich, aber vor allen Dingen auch zeitlich ausdehnen, um Kontakt- und Annäherungsverbote noch besser überwachen zu können und damit Frauen effektiver schützen zu können. Lassen Sie mich nun zu dem Bereich der Kriminalität kommen, der hinsichtlich seiner Entwicklung von 2023 auf 2023 die größten Sorgen auslöst, die antisemitisch und die politisch motivierte Kriminalität. Ich kann Ihnen versichern, dass unsere Sicherheitsbehörden gegen diese Entwicklungen mit aller Konsequenz vorgehen. Sie sind dabei auch erfolgreich und sie handeln frei von jeglicher Ideologie. Unverrückbarer Maßstab ist allein die Verteidigung unserer Rechtsordnung. Unsere Polizei ist keineswegs auf dem rechten Auge blind, was die Vereitelung eines von jungen Rechtsextremen geplanten Überfalls auf einen Mann in Wetzlar exemplarisch zeigt. In enger Zusammenarbeit zwischen Polizei und Verfassungsschutz konnte eine abscheuliche Tat verhindert werden. Unsere Polizei ist auch nicht auf dem linken Auge blind. So werden auch vermutlich linksmotivierte Anschläge auf Unternehmen, nicht nur in Brandenburg, sondern beispielsweise auch am Langener Waldsee, konsequent verfolgt. Hinter dem Anstieg der politisch motivierten Kriminalität von rechts von 1.100 Fällen im Jahre 2022 auf mehr als 1.500 im Jahre 2023 und der linksmotivierten Kriminalität von 241 auf 293 Fälle steckt ein besorgniserregender gesellschaftlicher Trend zur Radikalisierung. Damit korrespondiert auch ein starker Anstieg von Straftaten zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern. Wir haben hier von 2022 zu 2023 einen Anstieg um 134 Fälle bzw. 72% zu verzeichnen. Auch für den Bereich der politisch motivierten Kriminalität muss gelten, so darf es nicht weitergehen. An dieser Stelle reicht auch nicht die konsequente Strafverfolgung. Wirkungsvoller sind eine Änderung des gesellschaftlichen Klimas und ein Abrüsten in der politischen Debatte. In unserer Demokratie gibt es keinerlei Rechtfertigung für den Einsatz von Straftaten als Mittel der Auseinandersetzung. Es darf und muss gestritten werden, auch mit Leidenschaft um den richtigen Weg gerungen werden. Wut, Hass, Hetze und am Ende gar Gewalt zerstören unsere demokratische Kultur. Mit den Angriffen auf den Bundeswirtschaftsminister gleich zu Beginn des Jahres, mit dem tätlichen Übergriff auf einen grünen Kommunalpolitiker in Baden-Württemberg, mit weiteren Übergriffen auf grüne Politiker bei Veranstaltungen in den vergangenen Wochen sind Tabus gebrochen worden. Wir müssen diese Spirale dringend durchbrechen. In unserem Nachbarland Thüringen zeigt sich bereits,
dass sich die extremen politischen Lager mit gewalttätigen Attacken überziehen. Ich verurteile alle politisch motivierten Straftaten, egal gegen wen sie sich richten und egal von wem sie ausgehen. Das gilt ausdrücklich auch für Anschläge auf Häuser oder Fahrzeuge von AfD-Politikern oder die Veröffentlichung ihrer Adressen. Hierfür gibt es keinerlei Rechtfertigung. Ich lehne die Politik der AfD entschieden ab. Und nach dem, was ich von Ihnen gerade gehört habe, Herr Lichert, bin ich in dieser entschiedenen Haltung auch noch einmal bestärkt worden. Ich halte Ihre Politik für grundfalsch. Ich halte Ihre Politik auch für gefährlich. Aber auch gegenüber Ihrer Partei muss die Auseinandersetzung friedlich, das heißt ohne jegliche Abstriche außerhalb von Straftaten, geführt werden. Wir werden unsere Demokratie nur in eine gute Zukunft führen können, wenn wir diese Eskalationsspirale, die sich zuletzt gezeigt hat, durchbrechen. Die politischen Extreme sind Kriminalitätstreiber. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch in der demokratischen Mitte zusammenstehen. Deshalb ist es auch ein gutes Zeichen, dass so viele Menschen auf die Straße gehen. Ich freue mich am Samstag auf eine Veranstaltung in Seligenstadt mit zwei Vizepräsidenten dieses Hohen Hauses. Wir setzen dort auch ein starkes Signal für unsere demokratischen Werte. Besonders beschämend ist schließlich der Anstieg antisemitischer Straftaten im vergangenen Jahr um 224%. Ich hätte es vor einem Jahr nicht für möglich gehalten, welchen Anfeindungen und Gefahren jüdisches Leben bei uns heute ausgesetzt ist. Neben einer konsequenten Strafverfolgung kommt es auch an dieser Stelle auf entschlossenes gesellschaftliches Handeln an. Für Antisemitismus darf gerade bei uns kein Platz sein. Daran müssen sich alle halten, auch die, die zu uns gekommen sind. Es ist unerträglich, dass ein öffentliches Bekenntnis zum Judentum bei uns wieder mit Anfeindungen und konkreten Gefahren verbunden ist. Ich möchte in einem Land leben, in dem es gefahrlos möglich ist, sich mit Kippa, sich mit Kreuz oder sich mit Kopftuch zu zeigen und sich unterschiedliche Religionen entfalten können. Wer das anders sieht, hat von der Werteordnung unseres Grundgesetzes wirklich nichts verstanden. Ich will mit einer Betrachtung der Kriminalität durch Zuwanderer abschließen und möchte auch an dieser Stelle um eine sachliche Bewertung bitten. Zugewanderte, also Flüchtlinge, haben im vergangenen Jahr 60.500 Straftaten begangen. Die Mehrzahl der registrierten Delikte, nämlich 57%, umfasst dabei asylrechtliche Verstöße, die naturgemäß nur durch Flüchtlinge begangen werden können. Bei den verbleibenden knapp 26.000 Delikten haben vor allem die Beförderungserschleichung und die Rauschgiftdelikte deutlich zugenommen. Es besteht kein Anlass für eine eindimensionale Betrachtung dieser Entwicklung. Es besteht kein Anlass, Flüchtlinge pauschal zu diffamieren. Im Gegenteil, die allermeisten Flüchtlinge verhalten sich rechtschaffen. Zur Einordnung gehört auch, dass traumatische Erfahrungen im Heimatland oder auf der Flucht genauso wie beengte Unterbringungssituationen und Perspektivlosigkeiten Ursachen für Straftaten sein können. Klar ist aber auch, eine Überforderung der Gesellschaft darf es an dieser Stelle nicht geben. Deshalb ist es so wichtig, dass diese Landesregierung für eine Begrenzung der Migration eintritt. Denn mit einer Begrenzung der Migration werden wir auch die Straftaten durch Flüchtlinge reduzieren können. Zum Schluss. Wir verfolgen ein Gesamtkonzept, mit dem wir ein sicheres Hessen in den nächsten 5 Jahren gewährleisten werden. Wir setzen auf punktgenaue Maßnahmen, um besonders alarmierende Entwicklungen zu bekämpfen. Und wir setzen auf die vielen Menschen, die sich rund um die Uhr mit Tatkraft für unsere Sicherheit einsetzen. Ich lade alle herzlich ein, uns auf diesem Weg zu unterstützen.
Dies gilt ausdrücklich für alle demokratischen Fraktionen in diesem Hause. Gemeinsam für die Sicherheit in Hessen. Das ist unser Anspruch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bevor ich dann das Wort an Frau Abgeordnete Wegels von der AfD gebe, habe ich noch ein paar Dinge zu klären mit Ihnen. Zum einen die Redezeiten. Das ist ein Oppositionszuschlag den Oppositionsfraktionen zugewachsen von 3 Minuten nach § 73 Absatz 1 Satz 2 unserer Geschäftsordnung. Insofern haben dann die Oppositionsfraktionen 23 Minuten Redezeit zur Verfügung. Und dann würde ich gerne noch die bei Ihnen an den Plätzen verteilten Anträge, die eingegangen sind, gerne noch entsprechend klären. Der erste ist der dringliche Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, echtes Sofortprogramm für die Kitas, Schulgelder für Erzieherinnen und Erzieher abschaffen und PIVA ausweiten. Da ist die Frage, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser mit Tagesordnungspunkt 49 und wenn niemand widerspricht, kann er mit Top 22 zu diesem Thema aufgerufen werden. Hat keiner widersprochen? Herzlichen Dank. Dann tun wir das so. Dann haben wir eingegangen an den Plätzen verteilt den Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 21-336 zu Top 20, dem Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU und SPD betreffend. Die Ansiedlung der EU-Anti-Geldwäschebehörde ALMA ist ein großer Erfolg und ein starkes Zeichen für den Finanzplatz Frankfurt. Wird also dazu natürlich aufgerufen als Änderungsantrag. Und der dritte eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der Freien Demokraten. Wer die Schuldenbremse ändern will, sucht nur Möglichkeiten, neue Schulden zu machen. Drucksache 21-338. Wird die Dringlichkeit bejaht? Da sehe ich Zustimmung. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 50 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Tagesordnungspunkt 24 zu diesem Thema aufgerufen werden. Auch hier sehe ich Nicken. Das ist gut. Dann haben wir das beschlossen. Und dann kommen wir noch zum letzten Antrag. Eingegangen an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag Fraktion der Freien Demokraten. Die ALMA kam nicht von selbst. Statt Eigenlob der Landesregierung braucht der Finanzplatz eine Zukunftsstrategie. Drucksache 21-339. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Auch hier sehe ich mindestens ein halbes zu nicken. Dann ist das der Fall. Und dann wird dieser mit Tagesordnungspunkt 51 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Tagesordnungspunkt 20 zu diesem Thema aufgerufen werden. Auch hier gibt es keinen Widerspruch. Herzlichen Dank. Dann haben wir diese Anträge geklärt und können in der Regierungserklärung weiter mit den Rednern machen.